Ich war beim Arzt und habe mich untersuchen lassen. Und der hat mir dann gesagt, dass ich als Spenderin nicht in Frage komme. Du hast es die ganze Zeit gewusst. Und trotzdem hast du mir Hoffnung gemacht. Der Schock, dir nicht helfen zu können, der war so groß. Ich hatte doch so gehofft, es findet sich noch ein anderer Spender. Aber wann? Nach der Warteliste kann das bis zu 5 Jahren dauern. Du hast mich ganz bewusst hingehalten. Nein, Regina, ich war hilflos. Ich war nur hilflos. Ich würde dir doch sofort helfen, wenn ich es könnte. Ach, hör doch auf. Wenn du wirklich in der Lage wärst, deine Leber zu spenden, hättest du mir doch dieses Angebot nie gemacht. Das stimmt nicht. Geh. Nein. Bitte, jetzt sind wir uns gerade wieder näher gekommen. Wir machen nicht wieder alles kaputt. Geh. Konstanze war meine allerletzte Hoffnung. Wir werden weiterkämpfen. Was denn? Nur ein paar hoffnungslose Wochen mehr? Jede Minute ist neue Hoffnung. Sprichst du von dem Wunder, das vor der Tür sitzt und nur darauf wartet, dass man es reinlässt? Aber wir brauchen doch kein Wunder, Schatz. Alles, was wir brauchen, ist ein Spenderorgan. Und das wird sich ja wohl irgendwo finden lassen. Daran glaube ich nicht mehr. Guten Morgen, Konstanze. Morgen, Silvia. Was ist denn los? Ich kann Regina nicht helfen. Aber wieso das denn nicht? Ich denke, ihr habt miteinander meine geredet. Meine Leber ist zu klein. Sie kommt für eine Transplantation nicht in Frage. Und da bist du dir ganz sicher? Absolut sicher. Oh mein Gott. Aber was sagt Regina dazu? Wie geht es ihr? Schlecht. Ich weiß überhaupt nicht mehr, wohin ich mich verkriechen soll. Wieso denn verkriechen? Du kannst doch am allerwenigsten dafür. Da ist noch was, Hülle. Du wirst es sowieso von Regina erfahren. Ich hab's vorher schon gewusst. Was hast du gewusst? Dass deine Leber zu klein ist und du gar nicht spenden kannst? Sie mich getäuscht. Und wieder bin ich drauf reingefallen. Sie ist nun mal deine Schwester. Du musst dir keinen Vorwurf machen, ihr erneut eine Chance gegeben zu haben. Wie diese Schlange sofort missbraucht hat. Ich kapiere es nicht. Ich kann dafür auch nur eine Erklärung geben. Alles, was sie tut, tut sie aus reiner Bosheit. Oder aus Neid. Was beneidet sie mich denn? Mein Krebs. Ich weiß, ich hätte es ihr vorher sagen müssen, aber es ging ihr doch so schlecht. Und ich habe es einfach nicht übers Herz gebracht, ihr die letzte Hoffnung zu nehmen. Ich verstehe dich nicht mehr, Konstanze. Damit hast du doch alles viel schlimmer gemacht. Oh Mann, Sülo, ich habe mir so gewünscht, dass wir uns wieder vertragen und dass sie mir verzeihen. Aber das spielt jetzt alles überhaupt keine Rolle mehr. Ich werde alles tun, was in meiner Macht steht, um ihr zu helfen. Eins ist wichtig. Sie darf nicht sterben. Sülo, bitte, sie darf nicht sterben. Hallo, Regina. Was willst du denn noch? Ich habe gute Neuigkeiten für dich. Ich weiß, dass ich einen Fehler gemacht habe. Einen? In der Schweiz, am Vierwaldstätter See, da gibt es eine Spezialklinik. Und? Die arbeiten nach einer ganzheitlichen Methode, die große Erfolge verspricht. Ja, ich fühle mich auch schon viel besser.
Tut mir leid. Ich mein's doch nur gut. Ja, das tust du schon seit Jahren. Wenn du willst, mache ich einen Termin für dich aus. Kannst du dich gefälligst endgültig aus meinem Leben raushalten? Die paar Wochen wirst du doch noch durchhalten können, oder? Ich will dir doch nur helfen. Ich will nichts mehr hören. Hallo zusammen. Denkst du denn, ich habe nicht mich über jede Möglichkeit informiert? Vielleicht hast du was übersehen. Ja. Dass meine Schwester eine schamlose Lügnerin ist, das habe ich schon viel zu lange übersehen. Warte, eine Therapie könnte dir... Pass auf. Einen Wunsch habe ich. Verschwinde aus meinem Leben, okay? Aber Constanze muss doch irgendwas dazu gesagt haben. Geredet hat sie viel. Aber unterm Strich bleibt nur eins. Sie hat wieder ein Spielchen mit mir gespielt. Und wie geht's jetzt weiter? Soweit ich weiß, sind die offiziellen Wartelisten endlos lang. Selbst wenn ich an der Reihe bin, ist noch lange nicht gesagt, dass mein Körper die Leber nicht wieder abstößt. Wenn es uns gelingt, deinen Zustand zu stabilisieren, würden wir wertvolle Zeit gewinnen. Und wie? Ich habe Kontakt zu einem Kollegen aufgenommen. Der ist Spezialist für alternative Medizin. Das soll funktionieren? Soweit ich informiert bin, ziemlich gut. Ich dachte immer, bei Krebs sei die Naturheilmedizin machtlos. Eine kontinuierliche Behandlung kann zur Verkleinerung von Tumoren führen oder wenigstens zu einem Wachstumsstillstand. Es klingt so schön, um wahr zu sein. Also, ich weiß nicht. Sollen wir uns nicht lieber auf die Schulmedizin verlassen? Das eine schließt das andere doch nicht aus. Im Gegenteil. Was bedeutet das? Der Kollege beobachtet bei seinen Patienten ein deutlich besseres Annehmen von Chemotherapie und Bestrahlung. Und wesentlich weniger Nebenwirkungen. Ja, und trotzdem wäre eine sofortige Transplantation das Beste, oder? Ja, natürlich. Darüber haben wir ja schon gesprochen. Aber wir haben eine Möglichkeit ausgelassen. Lass meinen Sohn aus dem Spiel. Du weißt, dass ich ihn damals rausgeschmissen habe. Der spielt doch jetzt keine Rolle mehr. Lass uns Elena in New York anrufen. Sie soll versuchen, ihn zu kontaktieren. Nein. Meine Kinder sind tabu. Und das ist mein letztes Wort zu diesem Thema. Ich werde mich auf jeden Fall mit dem Kollegen über die alternativen Methoden beraten. So schnell wie möglich. Wir sollten nichts unversucht lassen. Einverstanden. Alle Unterlagen der behandelnden Kollegen gelesen und... Ja, und? Was heißt das? Was sollen wir tun? Lisa. Du musst mich nicht schonen. Ich merke es doch selbst. Regina, es wird keine weitere Therapie geben. Weil die Aussicht auf Erfolg sehr gering ist. Was bedeutet das? Was sollten wir ausprobieren? Das heißt, wenn wir nicht innerhalb kürzester Zeit eine Spenderleber finden, dann... ...dass ich dann sterben muss. Es ist leider so. Wenn kein blutsverwandter Spender zur Verfügung steht, und davon müssen wir nun ausgehen, nachdem Constanze nicht mehr in Frage kommt... Erwähne bitte diesen Namen nie wieder bei uns. Bitte, Matthias. Wut hilft uns jetzt auch nicht weiter. Ja, was hilft uns denn weiter? Anscheinend nichts mehr. Lisa hat es ja gesagt. Es ist zu spät. Eine Möglichkeit gäbe es nach wie vor. Ja. Regina, ich weiß, dass du deine Kinder da raushalten willst, aber du musst das Ganze nochmal überdenken, bitte. Nein, Elena ist schwanger. Und ja, ich dachte dabei auch eher an deinen Sohn. Zu ihm habe ich seit Jahren keinen Kontakt mehr. Ich kann meine Kinder da nicht mit reinziehen. Das habe ich euch die ganze Zeit gesagt und dabei bleibe ich auch. Emanuel ist keine Option. Willst du denn lieber sterben? Deine Kinder anzurufen ist vielleicht deine letzte Chance, dein Leben zu retten. Elena und Emanuel wissen doch gar nicht, dass du krank bist, geschweige denn wie krank. Sie sollen es auch nicht erfahren. Elena schon gar nicht.
In ihrem Zustand würde sie das viel zu sehr aufregen. Aber es geht doch um Emanuel. Wir müssen doch Elena nicht sagen, warum wir ihn anrufen. Nein, ich möchte nicht, dass er es erfährt. Damit würde ich ihn nur unter Druck setzen. Welche Mutter setzt die Gesundheit ihres Kindes aufs Spiel, um ihre eigene zu retten? Noch mal ein bisschen raus. Luft schnappen. Kommst du klar so lange? Elena? Hier ist Matthias. Matthias Kruse? Habe ich dich geweckt? Tut mir leid, ich habe den Zeitunterschied vergessen. Elena, es ist sehr dringend. Ich brauche deine Hilfe. Ich habe sie auch nur gefragt, ob sie Kontakt zu Emanuel hat. Ja. Sie haben vor ein paar Wochen lange miteinander telefoniert. Er hat sie angerufen. Dann haben die beiden Kontakt. Ja. Und sie weiß jetzt, wo er ist. Und sie hat versprochen, dafür zu sorgen, dass er sich meldet. Leben, Matthias. Ich will einfach nur leben. Matthias, ist was passiert? Wie geht's, Regina? Unverändert. Los, komm rein, setz dich. Ich hatte keine leichte Nacht, aber ich glaube, wir haben jetzt doch einen Weg gefunden. Matthias, es gibt nur einen einzigen Weg. Und gegen den sperrt sich Regina. Nicht mehr. Wie jetzt? Heißt es, Regina ist bereit, ihren Sohn doch zu fragen? Ja. Also ich habe ihn nicht erreicht, aber Elena, die ist in New York, die versucht, ihn anzurufen. Die ist ziemlich zuverlässig. Also das ist die beste Nachricht seit ich weiß nicht wann. Aber ich werde trotzdem vorsichtig mit allzu großen Erwartungen. Was meinst du? Einen geeigneten Spender zu finden, ist sicher der erste Schritt.
Aber auch bei Blutsverwandten gibt es keine Garantie, dass der Körper das fremde Organ wirklich annimmt. Ja, aber wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Und das Wichtigste ist doch, dass Regina wieder Hoffnung schöpft. Bruno, mein Schatz. Wenn du das hier siehst, werde ich schon lange nicht mehr sein. Aber ich möchte, dass du weißt, dass ich dich liebe. Das darfst du nie vergessen. Ich wollte dich nicht so früh verlassen, aber ich hatte keine Wahl. Vielleicht kommt ja auch alles ganz anders. Wir gucken uns dieses Video in 20 Jahren gemeinsam an. Nichts wünsche ich mir sehnlicher als das, Bruno. Aber wenn nicht, dann hast du wenigstens das hier. Denn deine Erinnerung an mich wird immer blasser werden mit der Zeit. Ich bin wieder da. So, melde Gehorsam. Bruno samt Bauklötzen sicher bei Sylo gelandet. Bei dir? Alles klar? Ja, alles klar. Ich bin nur total erschöpft und zum Umfallen müde. Was hindert dich daran, dich ein bisschen hinzulegen? Ich habe nur auf dich gewartet. Oh, das trifft sich gut. Das sind die Momente, wo ich richtig glücklich bin. Nur du und ich. Ach, du gibst mir so viel Kraft. Als ob du keine Kraft hättest. Deine Entscheidung, Elena grünes Licht zu geben, Emanuel um die Leberspende zu bitten, das ist... Augenblick mal. Hey, bleib hier. Ich bin gleich zurück. Also zum Pornodarsteller bin ich gar nicht geeignet. Denn dafür bist du ja auch viel zu angezogen. Will heißen? Ich will die glücklichen Momente des Lebens festhalten. Und das hier ist so einer. Also, jetzt zeig mir doch mal, dass du mit mir richtig glücklich bist. Los, jetzt lächel doch mal. Ich liebe diese spontanen, umgestellten Aufnahmen. Mann, du sollst richtig lächeln. Du musst dich so blöd gucken. So, Kumpel, gehen wir buddeln, hm? Nein. Ja, auf geht's. So. Buddeln, jo, wir gehen buddeln, das macht Spaß. Ja, tschüss. Das eben, das war Matthias, der da so glücklich gegrinst hat. Dein Vater, Stiefvater? Ah, ist auch egal. Jedenfalls liebe ich ihn. Und mit ihm habe ich wirklich die verrücktesten Sachen erlebt. In Bayern. Ein Tramper hat uns bis aufs Hemd ausgeraubt. Was Matthias und mich erst recht zusammengebracht hat. Und den Glückstein, den er aus dem See gefischt hat, den habe ich doch noch. Busch? Hi Lisa, Regina hier. Du, sag mal, kommen in den nächsten Tagen irgendwelche Untersuchungen oder irgendwas Ähnliches auf mich zu? Also in den nächsten Tagen eher nicht, solange kein Spender zur Verfügung steht. Warum denn? Ist irgendwas? Nein, ich wollte es nur wissen. Ich habe deine Schafe, nein, dein Rechen vergessen. Was ist denn das? Bin im Latte mit Sandra, Kuss an meine Männer. Kuss von der Mama. Sonderlich vermisst hat sie uns nicht. Hey, hübsch gebaut.
könnte man eigentlich auch festhalten. Wo ist denn die Kamera? Wo ist denn die Kamera? Schau mal, das geht so. Einmal tschuppa. Wo ist denn die Kamera? So, junger Mann, lächeln, lächeln, lächeln. Warte mal von hier. Was ist das? Bruno, mein Schatz. Wenn du das hier siehst, werde ich schon lange nicht mehr sein. Aber ich möchte, dass du weißt, dass ich dich liebe. Das darfst du nie vergessen. Ich wollte dich nicht so früh verlassen, aber ich hatte keine Wahl. In Dublin. Aha. Und er ist prinzipiell bereit, sich untersuchen zu lassen. Wirklich. Das ist ja toll. Nein, nein, das sind prima Nachrichten. Elena, machen wir es kurz. Ich sag Regina so schnell wie möglich Bescheid, ja? Gut, danke. Tschüss. Hallo, ich bin wieder da. Bruno, ich hab dir ein Eis mitgebracht. Der schläft. Er ist quasi über den Bauplätzen eingeschlafen. Na, das wird ja dann lustig heute Abend. Elena hat angerufen, sie hat Emanuel ausfindig gemacht. Er arbeitet zurzeit in Dublin. Und hat sie schon mit ihm gesprochen? Ja. Und was hat er gesagt? Er wird sich bei dir melden. Er lässt sich testen. Aber das ist ja mal eine richtig gute Nachricht. Ja. Ist was mit dir? Ich habe dein Videotagebuch gesehen. Regina, was soll das? Warum gibst du auf? Du hast alle Chancen. Ich gebe nicht auf, Matthias. Ich sorge nur vor. Das ist was ganz anderes. Sollte ich wirklich sterben, hat Bruno wenigstens diese Erinnerung. Aber du wirst nicht sterben. Du darfst nicht sterben und du wirst nicht sterben. Kannst du dich noch an den erinnern? Der Glücksstein aus dem Staffelsee. Von der Bayernfahrt, die uns zusammengebracht hat. Das war die traumhafteste Zeit in meinem Leben. Ja, das war schön. Und deshalb habe ich eine ganz große Bitte. Lass uns diese Fahrt einfach nochmal machen. Am besten gleich morgen. Wie soll das denn gehen? Na wie schon, wir setzen uns ins Auto und fahren los. Ja, aber dein Zustand, ich meine, deine Untersuchung... Du musst hier sein. Gar nichts muss ich. In den nächsten 1-2 Wochen braucht mich hier keiner. Bitte, Matthias. Vielleicht ist das meine letzte Reise. Hör auf, so zu reden. Ich kann es nicht mehr hören. Du kannst es einfach nicht akzeptieren. Aber tief in deinem Innern weißt du ganz genauso gut wie ich, dass alles möglich ist. Auch, dass ich sterbe. Aber du lässt den Gedanken einfach nicht zu. Nein, darum geht es wirklich nicht. Dann sprich es doch endlich aus. Sag, ich weiß, dass du vielleicht sterben kannst, Regina. Und ich versuche es zu akzeptieren. Wir reden doch jetzt von dieser Reise. Und es gibt einfach zu viele Gründe, die dagegen sprechen. Nenn mir einen, der mich überzeugen kann. Ein? Tausende? Was ist zum Beispiel, wenn sich dein Zustand verschlechtert? Also ich habe gehört, dass es neuerdings sogar in München Krankenhäuser geben soll. Und sogar ganz gute. Ja, die kennen deine Krankheitsgeschichte, aber nicht, warum bist du denn so unvernünftig? Emanuel. Dr. Lederer hat alle meine Werte. Emanuel wird in Dublin getestet. Und ob er als Spender in Frage kommt, das finden sie auch so heraus. Matthias, was soll das? Ich denke in allererster Linie an deine Gesundheit. Ich will doch einfach nur noch einmal an den Ort zurückkehren, an dem wir beide so glücklich waren. Regina, dieser Nostalgie- und Romantiktrip an den Staffelsee... Lass uns fahren, Matthias. Bitte. Tu's für mich. Du willst für immer Abschied nehmen. Das kann ich nicht. Du bist wunderschön. Weißt du das? Ich liebe dich so sehr, dass es fast schon wehtut. Wir beide, Matthias. Für immer. Ja. Was?
Regina. Was ist denn? Wo warst du? Ich habe Bruno was zu trinken gebracht. Er hat kurz geweint. Was ist mit dir? Nur ein Traum. Alles okay. Ich habe nur geträumt. Bruno, Besuch für dich. Hallo Regina. Genau. Hallo Sülo. Hallo, mein Großer. Hallo, mein Großer. Was soll das, ja. Matthias? Versuch dir jetzt zu zweit, was du alleine nicht schaffst. Bitte? Vergesst es gleich wieder. Ich will diese Reise machen. Ich denke nicht daran, hier rumzusitzen, auf ein Wunder zu warten oder darauf, dass ich... Ich verstehe nicht. Ich will das Leben genießen, solange es geht. Ist denn das so schwer zu verstehen? Nein, eigentlich nicht. Hey, ich dachte, ihr beide... Ja, wir beide, wir haben was ausgeheckt. Also, Sülo wird Bruno nehmen. Ja, während ihr zum Staffelsee fährt, schön ausspannt, schick essen geht und die Natur genießt. Backen, Regina. Meint ihr das ernst? Ja. Ja, wir beide sind nämlich zu dem Schluss gekommen, dass du diese Reise unbedingt machen solltest. Ja, da kommst du nämlich endlich auf andere Gedanken. Ja, und das ist ja wohl in jeder Therapie hilfreich. Ja, da ist die Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Und du kannst Bruno wirklich nehmen, trotz des Ladens? Natürlich kann ich ihn nehmen. Du weißt, dass Bruno bei mir immerhin zu Hause haben wird. Egal, was passiert. Oder? Ja. Und Regina, du kannst unbesorgt verreisen. Ein Kurzreport über Bruno gibt es jeden Tag per SMS oder Handy. Stimmt? Ja. Das ist dir sicher schwer gefallen, Matthias. Danke. So, einen schnellen Espresso vor der Abfahrt. Du hast dieses okay, oder? Ja, und eine Liste mit den Spezialisten von ganz Süddeutschland für alle Fälle. Ja, Hauptsache, du genießt den Trip. Das werde ich ganz sicher. All die Orte von früher, ich kann es kaum erwarten. Was ist mit der Pension? Ach, ich habe gerade telefoniert. Ist alles in Ordnung? Unser altes Zimmer wartet auf uns. Oh, wunderbar. Blau-weiß karierte Vorhänge, ein knarrendes Bett, ein Geweih auf der Anrichte. Oh, einfach furchtbar. Einfach wundervoll. Bruno, mein Schatz, ich muss los. Aber wir telefonieren jeden Tag, okay? Ich werde gut auf ihn aufpassen. Das weiß ich doch, Sülo. Und ich danke dir für alles. Und vorsichtig vor den Tempern. Ihr wisst, was letztes Mal passiert ist. Ja, ausgeraubt bis aufs Hemd. War das ein Abenteuer, dich kennenzulernen, du. Ich werde diesem Typ auf ewig dankbar sein. Schließlich hat er mich mit dem wundervollsten Mann der Erde zusammengebracht. Damit meinst du mich? Komm. Du ahnst gar nicht, was für ein Geschenk du mir damit machst. Eine Reise in unsere gemeinsame Vergangenheit, wo alles angefangen hat. Das klingt mir fast ein bisschen zu nostalgisch. Wie wär's denn mit unserer Reise, eine Reise in unsere Zukunft? Genau, in unsere gemeinsame Zukunft. Ja. Also, ciao. Tschüss. Ciao. Sascha, tschüss. Jetzt gehen wir nach Hause.